Herzlich willkommen zu einem weiteren meiner Spiele, nämlich Halls of Torment von einem kleinen deutschen Entwickler aus Stuttgart, Chasing Carrots, für ein schmales Geld überall zu bekommen, wo es Spiele für Windows und Linux gibt. Halls of Torment vereint den Look von Diablo, das Spielprinzip von Vampire Survivors, passt das an der einen oder anderen Stelle gut an und bringt so eine Menge Roguelike-Mechaniken mit, die es wirklich spielenswert machen. Ich habe vor ein paar Tagen ein Video hochgeladen mit der Mistress of Lightning. Das habe ich aber wieder auf nicht gelistet gestellt, weil mir noch ein besserer ran gelungen ist, und zwar mit dem Exterminator in einem Agony-Setting, das heißt einem zusätzlichen Schwierigkeitsgrad. Und mir gelingt es tatsächlich, da auch den Boss zu besiegen mit einem erheblichen Aufwand an Unterstützungsmaterialien und den richtigen Spells, die ich ausrüste. Und ich würde den Run jetzt einfach laufen lassen und das Spiel wirklich für diejenigen empfehlen, die mit diesem Setting, also Roguelike, Vampire Survivors, Diablo, was anfangen können. Ich spiele auf dem Steam Deck. Das Ganze lässt, glaube ich, gegen im letzten Drittel oder letzten Viertel etwas an Framerate liegen. Am Anfang läuft es aber konstant mit 60 Frames und es ist durchgängig auf dem Steam Deck gut spielbar. Also viel Freude, viel Spaß. Vielleicht schaut ja der ein oder andere drauf und hat und bekommt Lust auf das Spiel. Also bis dahin, ciao.
Thank you.
Okay.